Hallo Fans und Friends von draußen sein, mein Name ist André Dirk. Heute geht es bei mir um Do-It-Yourself-Ausrüstung aus so einer Dose. Und wenn du da Bock drauf hast, dann bleib dran. Alles, was wir dafür benötigen, sind 2 leere Getränkedosen, ein scharfes Messer, ich benutze hier mein Victorinox, und eine Unterlage, ich benutze hier eins meiner Bücher. Ich benutze ein Buch, um eine fest definierte Höhe zu haben, lege mein Taschenmesser da drauf und schnalle die Dose ein, indem ich die Dose langsam an der Klinge vorbeiziehe. Dabei übe ich wenig Druck aus, denn ich möchte die Dosen nicht unnötig verbeulen. So wie ihr sehen könnt, habe ich die Dose gleichmäßig eingeritzt. Ich bin noch nicht durchs Material geschnitten. Warum, das seht ihr nachher, wenn es mit dem nächsten Schritt weitergeht. Jetzt kümmern wir uns um den eigentlichen Brennraum. Wir müssen hier ein Loch reinschneiden. Dafür werde ich ebenfalls mit dem Taschenmesser wieder vorritzen. Und wir müssen die Löcher für die Düsen anbringen. Für die Düsen nehmen wir einfach die Ahle vom Schweizer Taschenmesser. Ein bisschen schöner werden die Düsen allerdings, wenn man die Ahle in dem Fall von meinem Alox benutzt, weil die ist etwas spitzer. Ihr könnt aber auch die normale Ahle nehmen. Da wird es halt nicht so schön, aber es funktioniert trotzdem. Ich mache einfach in einigermaßen gleichbleibenden Abständen und immer gegenüberliegend. Jetzt werde ich hier den Schnitt setzen. Dazu nehme ich die kleine Klinge vom Victorinox. Mit der kleinen Klinge werden wir jetzt hier einritzen, indem wir das Messer halten und die Dose langsam bewegen. Ich habe die Dose eingeritzt und bin fast durch das Material durch, aber noch nicht ganz. Jetzt werde ich mit der Ahle ein kleines Loch in den Boden stanzen, was mir erleichtern wird, nachher den Boden rauszutrennen. Mit ein bisschen Glück geht der Boden gleich mit raus. Da sind wir. Dadurch, dass ich das jetzt eingeritzt habe, kann ich hier, wie bei einer Sollbruchstelle, einfach runterdrücken und der Boden löst sich. Und zwar relativ gerade. Zack, der Boden ist raus. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier ist das natürlich sehr scharfkantig. Das entschärfe ich mal direkt. Dasselbe Prinzip machen wir jetzt an der Seite auch. Machen hier ein kleines Loch rein. Arbeiten uns langsam. Das kann man auch mit einer Messerklinge machen, aber vorsichtig. Arbeiten wir uns langsam vor. Und wenn wir an dieser Linie sind, drücken wir nur ganz vorsichtig die Dose, der zweiten Dose auch. Habe ich eingeritzt, jetzt kann ich einfach nur mit dem Finger ein bisschen runterdrücken. Dadurch entsteht ein sauberer Riss. Jetzt ist sie mir natürlich falsch angerissen. Dann nehme ich mir einmal kurz die Schere zur Hilfe
um wieder auf die Spur zu kommen und arbeite anschließend mit dem Finger weiter. Wie ihr seht, geht das ganz einfach. Beim letzten Stück ich wollte gerade die Schere zur Hilfe nehmen, aber war gar nicht notwendig. Sauber abgetrennt. Bei mir hat es jetzt leider an einer Stelle nicht so funktioniert. Da habe ich dann einfach mit der Schere nachgeholfen. So, wir haben das Unterteil, wir haben das Oberteil. Wir brauchen aber noch ein Mittelstück. Ein Blech, was hier reinkommt. Da schneide ich eben ganz grob mit der Schere aus. Um die beiden Dosenteile miteinander zu verbinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man kann das mit sehr viel Geduld zusammenfriemeln, man kann aber auch Einschnitte machen oder aber man nimmt eine Zange, die ich ja in dem Fall an meinem Taschenmesser habe, nimmt das Unterteil und dreht hier so ein bisschen rein. Und jetzt bringen wir beide Teile ineinander. Wie ihr seht, wenn man das ein bisschen vorgefertigt hat, geht das ganz einfach. Ich drücke sie aber noch nicht zusammen. Jetzt kommt der Blechstreifen ins Spiel. Den schneide ich mir kurz mit der Schere von Victorinox ungefähr auf die Höhe der oberen Brennkammer plus ungefähr 5 bis 6 mm. Da kommt es auf den Zehntel nicht an. Was jetzt allerdings wichtig ist, damit unten noch der Spiritus vernünftig fließen kann, ist, dass ich hier zwei Aussparungen reinmache. Jetzt bringen wir das Blech in der Brennkammer an, indem wir einfach das hineindrücken. Jetzt schieben wir das ganz sanft zusammen und sorgen dafür, dass unser Blech dort unten. Jetzt schieben wir gleich ganz vorsichtig unsere Bänderteile zusammen und sorgen dafür, dass das Blech da unten in die Rille kommt und hier oben hinter die Rille kommt. Das ist ein bisschen Fummelei. Ja, noch mal ein bisschen nachdrücken. Ich habe jetzt bis zur Dämmerung gewartet, damit ich euch zeigen kann, wie die Düsen an den Seiten funktionieren. Wenn der Kocher dann seine Betriebstemperatur erreicht hat, kann man seinen Becher darauf stellen und einfach ohne Topfständer damit kochen. Das Löschen eines solchen Koches ist auch ganz einfach, denn ohne Sauerstoff brennt bekanntlich nichts. Am Ende wird immer alles gut, nur davor ist halt mal scheiße. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls es noch nicht passiert, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke. Ich bin raus, bis bald im Wald, euer André.